Über die Zielgerade führt uns Hannes Neuschmidt mit dem Titel Flag Stack, ein Open Source Ansatz für internationale Geocaching Communities. Viel Spaß. Hallo. Ja, also verzeiht mir, wenn das jetzt ein bisschen PowerPoint-Karaoke wird, denn ich bin tatsächlich an FlexStack selber gar nicht beteiligt, aber ich habe mich bereit erklärt, den Talk zu halten für die Person, die heute nicht anwesend sein konnte. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Also bei FlexStack handelt es sich um ein Online-Spiel, das man eben über Handy oder Tablet spielen kann. Es benutzt GPS, um so eine Art Capture the Flag-Spiel damit zu machen. Die Idee und Administration dafür ist seit 2015 in Deutschland und wurde ursprünglich durch eine For-Profit GmbH gemacht. Jetzt ist es aber so, dass dieses Projekt an einen Verein übergeben werden soll und die wollen daraus ein offenes, von der Community getriebenes Spiel machen. Es werden zusätzlich zu dem Spiel, das man über die App eben machen kann, Events organisiert in und out of game. Es gibt Gruppenveranstaltungen, Team-Battles und verschiedene Arten von Items, die man eben auf der Karte legen und wieder einsammeln kann. Genau. Und bei der Community handelt es sich im Moment um etwa 500 aktive Flag-Hunter, wie sich die Mitglieder nennen. Und die Flaggen, die ihr hier auf die Weltkarte seht, beschreiben eben lokale Communities in verschiedenen Ländern. Vor einigen Wochen, wie eben schon erwähnt, wurde das Projekt zu dem Verein OESA übergeben, die auch schon die Server übertragen haben von AWS auf was datenschutzkonform ist. Und im Rahmen der Migration haben sie eben die Community gefragt, wie sie das Projekt weiterführen sollen. Und daraus haben sich dann einige Leute gemeldet, um mit verschiedenen Fähigkeiten, um dieses Projekt weiterzutragen. Die drei Gruppen, die sich da gebildet haben, sind einmal Admins. Das sind Leute, die sich um den Quellcode kümmern, um die Administration und die Optimierung und Weiterentwicklung. Aktuell ist der Code noch nicht offen verfügbar. Der liegt zwar schon auf GitHub, aber muss jetzt noch ein bisschen vorbereitet werden, bevor der veröffentlicht werden kann. Das heißt, die Leute, die daran arbeiten, müssen aktuell noch ein NDA unterschreiben, bis es halt tatsächlich veröffentlicht wurde. Langfristig soll der eben aber offen lizenziert verfügbar sein, sodass man dann auch von außen Einsicht hat. Genau, aktuell muss eben noch geprüft werden, was für API-Keys da gehardcoded sind oder an Sicherheitslücken besteht, bevor man das frei verfügbar machen kann. Die zweite Gruppe sind Organizer, das sind Leute, die sich um In- und Out-of-Game Events kümmern, die dann mit der Community organisiert werden. Und dann gibt es noch Leute, die als Communicator, also in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Content-Moderation und so weiter sich beschäftigen. Also wer da Lust hat, kann sich da auch gerne in einer dieser Gruppen einbringen. OESA selber ist, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verein. Es geht darum, normalerweise offene Software für Bildung und Forschung bereitzustellen, aber in diesem Fall eben auch für FlexStack. Aktuell bietet der Verein dadurch eben ein rechtliches Dach für die Community und auch die Möglichkeit einer langfristigen Finanzierung. Das ist noch ein bisschen diskutiert im Moment, wie das gemacht wird. Vorher wurde die App durch In-App-Käufe finanziert. Jetzt können wir das vielleicht über Spenden machen. Das ist auch ein Thema, das eben von der Community organisiert wird und aktuell entschieden wird. Wer sich da also gerne einbringen möchte, hat jetzt die Gelegenheit, bevor solche Entscheidungen getroffen werden. Genau. Bei Fragen am besten meldet euch direkt bei FlexStack. Ich kann versuchen, Dinge zu beantworten, aber ich habe da auch nur begrenzte Einsicht. Vielen Dank.